Bring me something new, free arrangement.
Interessante Frage, und diese Frage ist, bin ich ein Künstler oder nicht? Ja. Und ja, in Dänemark, Künstler, ja, hast zu tun mit Geld. Ja? So, wenn man so eine dänische Person sagt, ich bin Künstler, ja? Dann diese dänische Person fragt, kann du von deiner Kunst leben? Und wenn man ja sagt, ja, dann diese dänische Person ist sehr, oh wow, oh, ich, dann musst du ein sehr, sehr schönes Kunstner werden. Ja. Und wenn nicht, dann nicht so gut. Ja. Und hier in Deutschland ist ein bisschen die gleiche, aber ja, in Deutschland ist es sehr wichtig mit der Ausbildung. Ja. Das ist wirklich wichtig. Ja. So, wenn man so eine deutsche Person sagt, ich bin Künstler, dann diese deutsche Person fragt, so, welche Ausbildung hast du und von wer hast du deine Ausbildung, ja? Und wenn man eine sehr coole Universität oder so sagen kann, dann diese deutsche Person ist so imponiert und like, wow, oh, dann musst du ein sehr wunderschöner Kunstner bauen, ja? Und wenn man nicht kann, ja, dann ist es nicht so gut, ja? Und das ist ein bisschen, weiß nicht, merkwürdig. Vor wann man Künstler ist, dann hat man Tage, wo man fühlt sich wie die beste Künstler in die Welt, ja. Und man hat Tage, was man wirklich schlecht fühlt, ja. Und ich wollte gern ein Lied spielen, das ich mag, in einem Tag, wo ich sehr, sehr, sehr schlecht fühle, ja. Und dieses Lied heißt Insel. Und man muss denken auf eine sehr, sehr kleine Insel. Und in diese Insel, es gibt nur Raum für die meiste, wie sagt man, die meiste successful Künstler, ja? Die Künstler mit die viele Geld und die gute Ausbildung, ja? Und ja, und dann vielleicht einen Tag erwacht man und man versteht, dass ich bin nicht um das Insel. Es ist kein Raum für mich da. Ja? Okay. Christian, you're ready? Yeah. Good. I land. On a fading rainbow.
This time.